Was geht ab, Leute? Nerdland Games, hier willkommen zurück zu Sniper Elite 4. Das war eindeutig ein Kopfschuss. Ich muss hier weg. Shit! Wo bin ich hier? Ich weiß es selber nicht. Ich baller mich hier komplett raus. Oh shit! Ich hab's überlebt. Wir können uns noch ein bisschen verbinden. Das war knapp. Aber die Gefahr ist noch nicht vorbei. Checken wir erstmal meine Ziele. Was muss ich noch machen? Ich muss hier entkommen. Okay. Da geht's nicht weiter. Wirklich nicht. Was haben wir hier? Ja, nehmen wir die. Aber hier hoch. Das sieht gut aus. Da könnten wir hoch. Nicht die übelste Schleichmission, aber Hauptsache, wir kommen hier heil raus. Ballern wir die überm Haufen, wie es sich gehört. Kacke, okay, ich muss meinen Weg ein bisschen planen, denn so leicht komme ich dann nicht raus. Ja, ich muss auf jeden Fall auf die Straße kommen. Nur ich weiß jetzt nicht, ob ich hoch muss. Ich denke ja. Naja. Was anderes geht auch gar nicht. So, normalerweise sollte ich hier stehen bleiben, denn der Hof wimmelt nur so von Fallen. Wir haben aber Unterschallmunition noch. Oh ja. Besser geht's doch gar nicht. Hätte nicht gedacht, dass ich direkt schon einen erwische. Ah, die formieren sich hier vor mir. Vor dem Haus. Das wird interessant. Hab ihn ins Herz geschossen. Guck mal, direkt vor dem Haus sitzt da schon einer und wartet sehnsüchtig darauf, einen abzukriegen. Guck mal, der bewegt sich zu viel. Oh, der bewegt sich viel zu viel. Hab ihn aber trotzdem. Okay, mehr haben wir nicht. Hier komme ich nicht ungesehen raus. Oder? Durchs Fenster hier. Es geht. Hier ist auch ein Generator. Ich wechsle mal auf was Besseres hier. Kacke. Die versammeln sich genau vorm Haus. Also mit einem Schusswechsel ziehe ich den kürzeren. Ja, die Schüsse werden die hören. Ich habe nur eine scheiß Stielandgranate. Da, geh mal da hinten gucken, was da ist. Das wird nicht klappen. Okay, wie entkomme ich hier am besten? Ich kann da hinten rum. Das geht, Leute, das geht. Die sehen mich ja hier nicht rennen. Komm schon. Und genau wo ich das sage, sieht mich einer. Hier über die Berge. Guck mal, wie der Idiot da hinrennt. So, jetzt haben wir freie Bahn mit Marzipan. Weg hier! Halt durch, renn! Was das Zeug hält. Hier ist auch nochmal so ein Kack-Checkpoint. Ich muss genau da hinten durch. Kann ich mich hier irgendwie so ein bisschen rumtricksen? Da kommt mir ein scheiß Panzer entgegen. Boah, Alter. Ich bin aber fast am Ziel. Hätte ich mir meine Unterschallmunition mal bewahrt. Die sind mir nicht freundlich gesinnt. Das denke ich nicht. Geh da mal gucken. Ich glaube, da ist irgendwas für dich. Ob ich den Schuss setzen kann, ich weiß es nicht. Nee. Ich muss das aber ausprobieren. Aber der läuft weg, das ist perfekt. Haha, Säcke. Tja, so einfach sind wir hier draußen. Weiter geht's. Boah, das war aber auch richtig effektiv, würde ich sagen. Abgelenkt, durchgerannt, perfekt. Besser geht's gar nicht.
Nächste Mission. Küstenstandort Magazzino. Bin ziemlich zufrieden damit. Wir machen weiter. Das sieht aber kacke gut gesichert aus. Phew. Ich denke, die Unterschallmunition werden wir wieder haben. Heißt, wir können eine Menge anrichten. Dinelli ist begeistert über die Bestätigung, dass Piero Capo getötet wurde. Er hat Wort gehalten und seine Unterstützung angeboten. Vermutlich eine Frage der Ehre für ihn. Die Partisanen sind nicht unbedingt scharf auf Dinellis Hilfe. Viele im Widerstand haben gute Gründe, die Mafia genauso zu hassen wie die Faschisten. Weavers Informant hat sich wieder gemeldet. Major Hans Dorfmann, einer von Böhms Top-Leuten. Noch dazu sein Adjutant. Angeblich hat er Informationen, die er persönlich überbringen muss. Er sagt, er wisse, wo Kessler ist. Hört sich gut an. Wir steigen direkt in die Mission ein. Geht's jetzt zur Mission? Ich denke mal ja. Ich will das Gerede von denen gar nicht hören. Oder auch nicht. Ich hoffe, wir können hier nicht ins Wasser fallen. Das wird böse enden. Okay, gehen wir ans Funkgerät. Rotfuchs an Mutterhenne. Rotfuchs an Mutterhenne. Verstanden, Rotfuchs. Küstenstandort Magazzino versenkt ungewöhnlich viele Schiffe der Alliierten. Sowohl Schiffsartillerie als auch Radartechnologie ausschalten. Ende. Hab verstanden. Ende. Hört sich gut an. Hört sich verdammt gut an. Nur, wie starten wir die Mission? Irgendwo muss man die Mission noch starten können. Da. Gar nicht gesehen, dieses Scheißboot. Auf. Diese Sendeschüssel muss verschwinden. Nichts leichter als das. Es sei denn, das Spiel wirft wieder 1000 Gegner gegen uns. So, hier haben wir die Informationen. Anlage neutralisieren ist natürlich ganz hinten in der Basis. Moment. Hier können wir die Maschinen zerstören. Waffen zerstören. Zerstöre die deutsche Schiffsartillerie. Ob das wirklich nötig ist? Offizier? Auf jeden Fall die Radarschüssel. Die muss down. Ich konzentriere mich auf mein Hauptziel. Falls wir da irgendwo vorbeikommen sollten, nutzen wir alles aus. Okay, ich habe 20 Schuss Unterschallmunition. Das stimmt hier nicht. Ich muss vorsichtig sein. Das sollte imbalanced werden. Huschen wir von Deckung zu Deckung. Das sollte schon irgendwie klappen. Boah, da muss ich hier komplett außen rumlaufen. Alter Schwede. Solange ich die alle stehen lassen kann, ist alles okay. So, und dann sollte ich jetzt hier schleunigst darunter, genau. Tja, die beiden begegnen sich da hinten natürlich. Also wenn ich hier Alarm auslöse, habe ich wirklich ganz schlechte Karten. Armer, armer Kerl. Boah, Vogel in den Mund, der hat ja alles rausgerissen. Sei vorsichtig! Ach, die haben den Kill mitbekommen. Da kann man machen, was man will manchmal. Der ist schnell. Hallo, stehen bleiben, Polizei. Das kann doch nicht sein. Ich hasse das, wenn die wackeln.
Ja, vergiss es. Wo will der hin? Wo, was macht der da? Ja, die KI ist wirklich selten dämlich. Ich muss da ungesehen rüber. Schaffe ich das? Ne, der da hinten sieht mich. Ich krieg den schon noch. Der auch noch. Oh, ist das mies. Boah, ich krieg die Krise. Jetzt wurde ich entdeckt von dem. Ich muss hier weg. Oh, Mann, ey. Kann's nicht glauben, ey. Nur weil die sich immer so Millimeter bewegen. Ein günstiger Angriffspunkt. Alter Schwede, ey. Mama mia, was können wir denn hier machen? Wir können die Maschinen zerstören, aber ich gehe ein bisschen weiter. Die sind über uns, denke ich. Oh mein Gott. Hab ich auf den Helm geschossen. Das wird nicht leicht. So viel ist sicher. Hoffentlich passiert bald mal was. Die denken aber immer noch, dass ich da hinten bin, also. Ah, so weit, so gut. Dass es langsam nicht mal verschwindet. Ich weiß zwar nicht, wo die hier stehen, aber ich wag's einfach mal. Boah, da bin ich mit einem blauen Auge davon gekommen. Scheiß Panzer! Ah! Ich hoffe, wir finden was Nützliches. Hier gibt's nichts mehr zu finden. Wir sind fast an der Schüssel, ey. Das ist nicht mehr weit. Aber will ich wirklich hier durchgehen? Moment, Anlage sabotieren. Ja, das hat nichts mit unserer Hauptmission zu tun. Oh, das wird schwer. Ich renne einfach mal die scheiß Straße hoch, ist mir doch egal, hier ist keine Sau. Alles cool. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Straße so wenig bewacht wird. Ich kann hier rumrennen bis zum geht nicht mehr. Ich denke nicht, dass der mich sehen wird, oder? Boah, hier oben ist noch einer. Hier um Ecke. Tja, wir sind schon fast an der Schüssel. Ne, der sieht mich nicht. Doch. Mann, was ist denn los? Oh, ich check es nicht. Heute habe ich aber extremes Pech. Der weiß aber nicht, von wo es kam. Wie die sich im Millimeter bewegen, ey. Oh, ich weiß nicht, welcher Drecksniper mich da gesehen hat. Aber das würde ungewollte Aufmerksamkeit erregen. Ich wurde gesehen! Ich sitz doch in Deckung! Nicht gut.
Drecksniper hat tatsächlich Alarm ausgelöst, ey. Das gibt's doch nicht. Ah, ich war so nah dran. Von dem Sniper wusste ich leider nichts. Oh shit! Bombardieren sie schon gegenseitig? Na, das wird interessant. Au! Das ist durch überleben nicht. Oh, da ist ja noch einer. Und der Sniper kriegt mich. Ah, war zum Teufel verurteilt hier, die ganze Scheiße. Ich hoffe, ich starte nochmal an der Treppe. Oh, ich starte hier. Oh. Das ist natürlich jetzt mega scheiße. Wieso habe ich die Thompson nicht equipped? Ach, guck mal, wie viele da sind. Ja. Wir haben keine Chance. Boah. Nee, ich weiß nicht, wie ich da lebend rauskommen soll. Das geht nicht. Ah, dieser Sniper hat alles kaputt gemacht. Mist, ey. Das ist mein Checkpoint gerade. Komme ich hier raus? Wir schaffen das. Ja. Da hinten ist auch noch ein Sniper. Ich sehe den gar nicht. Der hat die Stellung verlassen. Gott, die schießen sogar durch die Fenster hier. Ich komme hier nicht lebend raus. Shit, ey. Der Panzer weiß ja auch, wo ich bin. Das kann doch nicht sein. Sniper-Affe. Knifflig. Das wird jetzt knifflig, da rauszukommen. Oh, dass der aber auch genau da einen Kontrollpunkt gemacht hat. Genau da. Ich renne jetzt einfach hier geradeaus durch. Oh oh. Oh oh. Da kommt noch mehr Verstärkung. Ha. Wer ballert denn jetzt auf mich? Da hinten ist noch ein Sniper. Boah, war das denn Luftunterstützung oder was? Kacke, ich weiß nicht, wie ich da rauskommen soll. Ich weiß es wirklich nicht. Renn ich zurück, renn ich dem Panzer entgegen. Renn ich nach vorne, renn ich allen entgegen. Boah. So, vielleicht können wir hier erstmal Ruhe bewahren. Das war Luftunterstützung, da kannst du mir erzählen, was du willst. Hammer. Der Hammer. Ja, harren wir erstmal aus und warten. Bis der Alarm sich gelegt hat. Auf geht's.